Tanner, look at you, at home in the safe room of your ex-boss's Palo Alto mansion. You've been hiding there for years. So, und somit herzlich willkommen bei Zombieland VR Headshot Viva. Ich habe jetzt mindestens eine halbe Stunde gebraucht, um das Spiel zu starten, weil irgendwie die Exe-Datei nicht wollte. Let's get you started on your monthly food run. Look at the marker and press A to start. Okay. Press A, was ist das? Okay, look right. Ah, okay. Ach cool, das geht per Sicht. Das ist geil. Achso, ich soll wahrscheinlich erstmal auf die. Keep shooting till you've emptied your gun. Time to reload. First, flick the thumbstick down to eject the empty magazine. Good. Gun's empty. Now to reload. Move your gun down to the magazine on your gun belt. Cool. Now shoot the targets. Ist ja einfach. Whatever's left. Channel your inner fury. Ah, jetzt soll ich drauf schießen. Shoot everything, especially those bottles. They smash real good. That's not true. I'm just trying to be supportive. Also, das wird per sich, das ist cool. Look at that. Zombies. You're gonna wanna probably, you know. Schnell. Das finde ich gut. Das sollten die im jenen Spiel einbauen, dass man diese Stadt, dass man durch Hingucken sich dann dementsprechend bewegt. Also für die, die halt dieses Motion-Ding haben, also übel werden und so weiter, haben wir meistens dann per Stick die Fortbewegung, so wie hier auch. Bloß hier ist es nicht per Stick, sondern tatsächlich, das ist gut. Also das finde ich tatsächlich gut, dass das per... Shoot this dummy twice in the head. I know you're still ja, ja, sehr gut. Ich kann nicht zielen. Wenn ich jetzt ziele. Ich guck, ich mach das mal jetzt ein bisschen mit dem Bohnen. Doch, das ist genau. Okay. Das ist tatsächlich genau. Na, ah, jetzt haben wir's. That's how you do it. That's it. Do that a lot. When the world seems slow, that means you're fast. Pop those zombie heads. Don't get complacent. Remember the rules, especially rule 2. Don't tap. Ich denke mir, das ist so eingestellt, wenn man sitzt halt auch. Aber... Nein! Bleib mir entfernt hier. Cool. Wisst ihr, wie anstrengend das gerade ist?
Oh, meine Waffe ist kaputt. Oh. Ah. Da. Ja, danke. Jo. That's how you make a motherfucking entrance. Zombieland Headshot Fever. Sehr gut. Gute Einleitung. This is what I'm talking about. Finally a proper mansion. We lived in Beverly Hills. It was kind of a shithole. Hi, I'm Little Rock. And you? You're not a zombie. That's the guy. On the wall there? Yes, ma'am. He's why we're here. Milo Smardek, you heard of him? Obsessed with challenges, like super competitive. Made a fortune in tech. After the apocalypse, he invented a zombie killing race sport thing here in Palo Alto. It's kind of a new zombie kill of the week. The Zombieland Invitational. Better known as the Nut Up Cup. We're here to run it. No, we're here to win it. How about you, Puddin' Pop? You got the Huevos Rancheros to give it a shot? Oh my god, we could train you. I'm getting star athlete vibes. I got 10 worthless pre-apocalypse dollars on a quick death for new guy here. Rude. I'll take that bet. New guy, you got yourself a coach. Hey, new guy. Come over here for a sec. I want to show you something. Okay, also man macht tatsächlich durch Hingucken, geht das zum Beispiel halt auch auf. Das ist cool. Das haben die gut gemacht, gerade mit dem Laufen, damit man sich nicht halt auf das Laufen konzentriert. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, wer hat die Schauspieler ja jetzt alle erkannt? Der hebt die Hände. Ja, so. Dann geht es mal weiter. We're going to train you, so you know, you don't get killed or revs. Gain our respect by completing the missions in each course. Then we'll give you harder courses. When you're ready, you can try the Zombieland Invitational. Just please be careful and don't go dying on me. Okay. Ist noch gesperrt, ne, gesperrt. Ah, okay, das heißt, okay, dass man dementsprechend die Charaktere im Endeffekt es freischaltet. Und mit Rocky schalte ich Lil Rock frei? Oder habe ich heute von vorne? Nein, mal gucken. So. So, also, dementsprechend, so wie es aussieht, wird man hier nach und nach freischalten. So wie es aussieht, geht es auch nach Zeit. Deshalb schauen wir uns das mal an. Missionslevel, Rivat Level. Ah, okay, ja, genau. Rivat Toilettpapier, okay. Rivat Gang Skin. Na gut. Dann kann ich die irgendwie aussuchen noch? Nee, leider nicht. Columbus, did you take my Zippy again? Es gibt ein Leaderboard. Gibt es nur einen auf Platz 1 oder was? Also keine Platz 2, kein Platz 3 und so. Ich guck mir mal kurz mal an. Personalranking, Globalranking. Ah, okay, es gibt doch einige, die das Spiel spielen. Okay. Aber bis jetzt gibt es keine Bewertung. Entschuldigung. Okay, dann drückt mal die. Also ihr seht auch hier unten,
Ups. Ich habe falsche Taste gedrückt. Oh, Toilettenpapier. Es gibt Toilettenpapier. Du bist am nächsten dran, du, dich mache ich mal platt. Das war eindeutig Kopfschutz. Throwers. Guess what they do? Yeah. He's winding up. Ah, scheiße, da war was angeflogen. Ein 42 oder was? Adrenalin, Personalbest. Uiuiuiuiuiui. Ich schwitze schon richtig in den Händen. Time to go home, new guy. Nice house. Gun range. Okay. Plus, you gotta respect a guy who puts his money where his gun range is. No point in trying the nut-up cup if you're not ready. Complete missions to prove you're ready for the big leagues. Simple as a pimple. Each mission you complete gets you something. We're real generous. Most of the time. Okay, sehr gut. Ugh. I suppose I can help. Ach da. As much as I'd be happy not to, they're making me help train you. The rich dude whose house we're in apparently has a shooting range, cause of course he does. Maybe some of the skills you learn will help you survive. Or not. Whatever. Gut. Scheint ein bisschen Übung zu sein jetzt hier. Kleine Übung. Also das ist der Übungsraum im Endeffekt, wo ich hier reinkomme. No upgrade, no peaked packs, no bombing und no padding. Okay. Gut. Achso, die sind gesperrt. Ich gehe mal auf Training. Und ändert sich nichts. Startkurs. Na toll. Ich sollte auch nachladen. Wow. Ja, ich hätte man schon ein bisschen merkwürdig meinen. Scheiße. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig, wie ich halte hier deshalb. Liegt nicht am Spiel. Liegt an mir.
Na gut. Not bad. If you can do that with a pistol, you're gonna love what I've got for you over here in the kitchen. War eigentlich schlecht, aber egal. It starts with G and ends with uns. Aber wenn ihr sagt, dass es nicht schlecht ist, dann ist es doch schön. So. Okay, liebe Leute. Das war erstmal ein kleiner Einblick in Zombieland VR Headshot Fever. Und ich denke mir mal, so 1, 2, 3, 4 Videos werde ich bestimmt nochmal machen, weil das macht Spaß tatsächlich. Also, danke fürs Zugucken und dann bis zum nächsten Mal bei Zombieland VR. Und das ein bisschen länger dann auch.